Heute sind wir natürlich nicht mit dem Reisebus unterwegs, sondern hier läuft jetzt gleich dreckiger Sex. Wenn Smudo heute bei mir in der Extra mitfliegt, wird ein paar Manöver erfahren, die ich mit ihm fliegen mag, die wir beim Air Race auch fliegen. Höhere Geschwindigkeiten wie in seinem Flugzeug, mehr Beschleunigung, höhere G-Kräfte, wie er in seiner Beach Bonanza normalerweise erfährt. Delta Queen, ja, Solo Kilo, moin moin, Establish Block ILS 20. Delta Queen, ja, Solo Kilo, Servus, 140 degrees, 15. Schönen Gruß vom Smudo. Es stimmt tatsächlich, er fliegt selbst. Als wir mit der Band populär wurden, haben wir ganz oft Doppeltermine machen müssen. Die waren manchmal nicht logistisch anders zu machen, außer in kleinen Maschinen irgendwo mitzufliegen. Ich habe aber erst viel später in der Flugschule mal reingegangen und gefragt, was in so einer Ausbildung ist, was das kostet, wie das geht. Und rausgekommen bin ich als eingeschriebener Flugschüler. Servus Smudo. Servus Schalt-Olderer. Herzlich willkommen in Salzburg. Dich. Wie geht's dir? Wie war dein Flug? Gut. Gut. Alles Roger. Alles bestens. Ich bin um 5 aufgestanden. Kriege ich was von der österreichischen Wachmachbrause? Natürlich. Da müssen wir zuerst in den Kühlschrank, bitte. Das ist ein Kindheitstraum. Es ist ein Kindheitstraum. Absolut. Ach nee, Kindheitstraum ist deshalb falsch gesagt, weil ich eigentlich auch erst später das Fliegen für mich entdeckt habe. Aber das ist weltweit ist das hier eine ultimative Kultstätte rund um Flugzeuge. Und hier noch mit exklusiver Betreuung plus mit Rumfliegen, das ist, das werde ich nie vergessen. Nie, weiß ich jetzt schon. Dann würde ich sagen, gehen wir mal eine Runde extra fliegen, wenn du Bock hast. Sehr gerne. Ja. Dann können wir ja mal so eine Schikane fliegen. Schikane sind 3 Pylone simulieren, wo wir so ein Slalom außen rumfliegen. Guckst du irgendwie auf die Instrumente dabei? Ja, gar nicht, nur raus. Nee, nur raus. Also nur auch wenn das Max Speed Power. Zwischendurch. Na, gar nicht. Nee, voll drauf. Nur Vollgas, nur rausschauen. Scheiße. Kotztüte, die ich mitbekommen habe. Schiss ist nicht da. Angst nicht, aber Ehrfurcht. Fast alles, sind wir ready? Yes, I'm ready. Hi, die hat nochmal mehr Pfeffer. Ja, leck mich am Arsch. 60. Und geht schon hoch. Ja, das ist immer so ein schöner Take-off. So, kannst du mal so ein bisschen einigermaßen die Höhe halten? Ja. Your control? I have control. Kannst du mal 60 Grad Schräglage machen und einfach mal so 2, 3, 4 G ziehen? Hier rechts rum, links rum? Egal, rechts rum. Hey, mal durchatmen. Mann, das ist hier optisch eine traumhafte Gegend. Ja. So, soll ich mal ein bisschen? Tasten wir uns doch mal an so eine Zickzack-Nummer ran. An Slalom? Ja. Okay, mach mal die Schikane. Und dann? Wow. Das nächste Gate. Oh meine Güte. Jetzt ist bei dem Flieger die Energie weg und beim Brennflugzeug geht es natürlich wesentlich schneller. Oh Gott, ich brauche eine Pause. Aber das geht ja zack, zack, zack. Ja, ja. Geht schon zack, zack. Eieieiei, leck mich fett. Was soll man machen? Komm, wir machen eine Half Cuban 8. Okay. Und dann bin ich, glaube ich, gut bedient. Okay, machen wir mal eine Half Cuban. So, jetzt fliegen wir 180 Knoten. Achtung. Oh, jetzt war der Hauptsache kurz gestallt. Und zack rum. Ach, geil ist es schon. Oioioioioi. 7,2 G. Ja, ich hab hier 8 steht. Geht's immer noch gut? Ja, jetzt brauche ich eine Pause. Jetzt würde ich sagen, ich bin nach Hause schon. Okay, gehen wir zurück? Ja. Alles Roger. Und wie gefällt dir das? Würdest du das gerne selber mal probieren? So scharf.
scharfen Kunstflug oder scharf um die Ecken rum. Das ist mir ein bisschen zu... Das ist mir zu hart. Das ist Hard Rock. Und das waren jetzt, ja, möchte ich mal sagen, 50%, ne? Ja. frische Luft. Hier ist ja frische Luft. Huiuiuiui. Also wenn das knapp die Hälfte dessen ist, was sonst gemacht wird im Air Race, muss ich sagen, das reicht mir schon. Es war wunderschön, die Landschaft war wunderschön. Aber mir ist auch ein bisschen schlecht. Aber schön schlecht, also toll. Ich glaube, ich habe ein paar interessante Gesichter gemacht. Und als ich überhaupt erst gemerkt habe, wie extrem das gerade ist, war es schon vorbei. Also dann war die Hälfte schon vorbei. Der Meister sagt, einmal mit der Wimper zucken sind 80 bis 100 Meter Unterschied. Also es ist unglaublich präzise Fliegen. Es ist wirklich kurios. So ein bisschen Übelkeit, aber ein Mod Spaß. Also schade drum, aber ein andermal. Muss mich einfühlen. Ich denke, dass wir das, was wir wollten, das haben wir erreicht, ihm ein bisschen zu vermitteln, um was es geht. Und es hat Spaß gemacht und er konnte selber fliegen und wir sind happy. Cool. Okay, danke schön.